Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Vortrag über die PrintSuite, über die Roadmap und was gibt es Neues in 4.3, was demnächst erscheint, neue Version der PrintSuite. Horst, kennst du eigentlich unsere Release-Taste? Ja, die kenne ich. Schon mal gerade eben zum ersten Mal gesehen. Ihr wollt die haben? Ihr wisst, wie das hier läuft. Überquiz, dann... Die erste Frage. Wie heißt das Ding da? Neowas. Ja, wer war's? Das war zu einfach. Erklär doch mal, was Neowas ist. Ja, die neue. Ja? der Komet hier, nachdem wir die neue Oberfläche benannt ist. Genau. Genau, der schöne Komet, den wir da sehen. Aber vor allen Dingen ist es die neue Oberfläche für Business-Anwender, der PrintSuite. Ersatz für den Print-Planner, endlich eine moderne Oberfläche. Die versenden Kunden immer noch nicht fliegen können. Ja, das ist ein völlig richtiger Einwand. Gib mal wieder die. Das ist ein völlig richtiger Einwand, deswegen ist die Betonung, also... Ich weiß nicht, ob es gerade die Frage von Volker Götz überall angekommen ist. Ja, die neue Oberfläche ist ja schick, aber warum gibt es die noch nicht, die Facettengeschichte? Und das ist, glaube ich, hat was mit unserem Release-Ziel zu tun. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Business-Users, dass die eine gute, optimierte, moderne Oberfläche bekommen. Und Facettierung ist eher so ein bisschen in unserer Welt noch ein bisschen Admin. Die wird in dem nächsten grauen Kasten da geben. Aber wir haben uns dieses Jahr auf die Business-User konzentriert. Und Gabi, vielleicht hast du ein bisschen erzählt, was das bedeutet. Eins haben wir schon gelernt, was es nicht hat, nämlich Facettierung. Ja, so. Aber was kann man damit machen? Also in Neowise können Sie Publikationen verwalten. Alles, was da dazu gehört. Neue Unterordner anlegen, neue Dokumente anlegen, Eigenschaften setzen für die Dokumente. Das ist der erste Punkt. Dann gibt es webbasiert Funktionen, wie Sie die Dokumente dann mit Daten bestücken, also wie Sie Produkte verplanen, etc. für den Review-Prozess hinterher, also Notizen setzen auf den Dokumenten. Und auch, Sie können den InDesign-Server damit steuern oder den PDF-Renderer und Aktualisierung von Dokumenten machen, etc. Ja, all das geht in Neowise. Außerdem haben wir eingebaut die Produktionsüberwachung, dass Sie also sehen können, wie weit sind wir eigentlich mit unserer Publikation, welche Teile müssen noch gemacht werden, was ist schon fertig, was ist in Time oder was, wo müssen wir noch mehr Personal dran stecken, damit es auch richtig läuft. Ja, und auch das Aufgabenmanagement der einzelnen User, also welche Aufgaben haben die verschiedenen User jetzt zu erledigen, kann über Neowise stattfinden. Mhm. So, und dann gucken wir mal in die Details rein hier. Das ist Neowise. Manche von Ihnen haben es vielleicht schon mal gesehen. Das ist jetzt das Publikationspanel. Ja? So, und was man hier sieht, ist Moment. Ja, die tut leider nicht der rote Punkt. Naja, gut. In der Mitte die Liste der Publikationen und auf der rechten Seite die Übersicht mit den Previews, wo man sehen kann, in welchem Zustand die Dokumente gerade sind. Mhm. So, wenn wir dann weitergehen, hier können auch die Dokumente, hier können die Publikationen editiert werden. Also hier können wir die Detailpalette aufmachen auf der rechten Seite. Das ist so ein grundsätzliches Prinzip, was wir in Neowise haben, dass wir immer ein Detailpanel auf der rechten Seite aufmachen im Fenster. Also in der Mitte so der globale Überblick und auf der rechten Seite die Details. Das ist Funktionalitäten, die es schon gibt, also ja, in 4.2. Das ist auch schon in 4.2 drin. Bisher war das nichts Neues. Genau. Das ist alles... Wir glauben auch, dass einige, die noch nicht den 4.2-Release kennen, haben wir gedacht, holen wir euch noch ein bisschen ab. Aber gibt es da jetzt was Neues oder sind es eigentlich nur olle Kamellen? Doch, es gibt auch so ein bisschen was Neues hier drin.
so, was neu im Publikationsfenster ist, man kann jetzt hier auch Musterdokumente anlegen und hochladen. Ja, das gibt es in 4.2 noch nicht. Da musste man immer noch zurückgehen auf den alten Print Planner, um ein neues Musterdokument anzulegen. Nein, das kann man jetzt hier drin auch machen. Ja, das haben wir hier ergänzt. In Publikationsfenster, man kann das auch, glaube ich, in Listenform darstellen, in Trivio, gibt es noch ein anderes Modul, wo man Publikationen sich ansehen kann, abseits vom Publikationsfenster? Ja, ganz wichtig, der Flat Plan, das ist ein neues Konzept, das gab es früher noch nicht im Planner. Ne? So, gehen wir mal rüber. So, hier sehen wir jetzt den Flat Plan. Hier können wir also erstmal eine Übersicht auch sehen aller Dokumente da drin. Ja, mit allen Seiten, also eine Vorschau aller einzelnen Seiten. So, und dann, was man hier, ich mache das jetzt so, mit, dass anders leider nicht geht, was man hier sieht, sind jetzt die Dokumente und Sie sehen vielleicht hier oben so die Icons zu jedem einzelnen Dokument. Es gibt hier verschiedene Icons. Ja, hier sieht man das mit dem Quadrat und mit dem Dreieck, das sind unsere unterschiedlichen Dokumenttypen. Das haben wir mit 4.2 eingeführt. Das eine sind statische Dokumente. Das ist halt, statisch heißt, sie haben eine statische Seitenanzahl. Ja, und wir haben dynamische Dokumente, also das sind die Dokumente, wo die Seiten sich aus dem Inhalt erst ergeben, die also wachsen können. Ja, das sind die zwei verschiedenen Dokumenttypen, das können wir hier sehen. So, was wir außerdem noch sehen können, ist, ob Dokumente gesperrt sind oder gerade benutzt werden können. Also wenn sie jemand gerade schon benutzt, ja, dann sind sie gesperrt und sonst haben wir das offene Schloss für die Dokumente, die wir gerade frei sind. So, und dann, was man hier machen kann, ist noch, man kann jetzt einzelne Dokumente öffnen und kann die bearbeiten. Ja, dafür haben wir hier den Edit-Knopf für jedes einzelne Dokument. Hm? Okay. Wo editiere ich denn das Dokument? Also, so, und dann geht das auf. Ja? Zwischenfragen mehr als willkommen. Ja. Genau. So, hier sind wir jetzt im Flatpen Editor, wo wir die einzelnen Dokumente bearbeiten können. Und zwar sehen wir hier die Listenverplanung. Das ist also der Platz, wo wir Produkte verplanen für das Dokument. Ja, wir sehen also hier die Liste an Produkten. Wir haben auf der rechten Seite den Inhalt. Ja, wie unser Entitätenmodell das zur Verfügung stellt und können dann Produkte, also nicht nur Produkte, alle Arten von Buckets rüberziehen in die Mitte, in die Liste und können auch dabei die Templates auswählen, mit denen die jeweiligen Produkte aufgebaut werden sollen. Ich habe da noch eine Frage, Gabi. Was sind denn diese 6 Bubbles da oben, wo der zweite hervorgehoben ist? Ah, die... Hier, die Stages. Ja, genau. Das ist auch ein neues Konzept, was wir mit NeoWise eingeführt haben. Die Stages beschreiben die verschiedenen Schritte, die man machen muss, um ein Dokument zu bearbeiten im Publikationsprozess. Ja, wir fangen an mit Präparation, das ist der erste, da sind wir jetzt, den haben wir schon übersprungen. Vorbereitung, wo man halt irgendwelche Metadaten setzt, ja, das definiert, was eigentlich in das Dokument, wofür das sein soll. So, und dann der zweite Schritt, Content Assignment, ist die Verplanung, also wo wir festlegen, welche Produkte in dem jeweiligen Dokument dargestellt werden sollen. Dann haben wir ein Stage Layout, ja, wo typischerweise dann in InDesign jemand da sitzt und das Dokument schön macht, ja, die Sachen entsprechend draufkriegt. Wir haben einen Review-Schritt, ja, für die Korrekturphase, Finishing, wo die letzten Arbeiten dran sind und dann Delivery, ja, wo das PDF geschrieben wird und das Dokument dann vielleicht zum Drucker geht, vielleicht auch nur auf die Webseite, wie wir das vorhin gesehen haben. Ja. So, das sind die... Nein, das ist nicht konfigurierbar, das ist ein fester Ablauf. Man kann natürlich einzelne Schritte überspringen, also es ist nicht so, dass man unbedingt alle Schritte nutzen muss, sondern man kann... eigentlich im Prinzip sind das oben alles Knöpfe, ja, mit denen man einfach zwischen den verschiedenen Stages hin und her springen kann. Vielleicht hat die Tief, wer hat diese Frage gestellt? Timo, ja. Nehmt ihm das ab, also ich nicht. Timo, kannst du die Frage nochmal später stellen, wenn wir über Workflows sprechen? Weil das kann man konfigurieren, die Document-Stages nicht. Ja. Warum ist das so? Wir haben immer das Feedback bekommen über Jahre von Kunden und Partnern, dass einerseits
an der PrintSuite geliebt wird, dass man alles machen kann. Ne? So wie Schweizer Taschenmesser, geht mir geil, man kann alles lösen. Aber auf der anderen Seite, dass doch auch arg komplex ist, einerseits im Rahmen der Implementierung, andererseits für den Business-User. Und deswegen haben wir uns entschieden, und das war ja das Feedback vom Markt, was wir vollständig genauso sehen, dass wir das für den Business-User vereinfachen. Und deswegen neben diesen Stages, also die man da selektieren kann, sieht man dann auch vielleicht nochmal später, verändern sich die Panels. Also der Anwender muss sich keine Gedanken machen, welches Panel er öffnen muss, sondern es wird entsprechend dem Dokument-Stage fest vorgelegt in der Anwendungsoberfläche. Und deswegen haben wir uns diesen Schritt sehr genau überlegt, dass wir gesagt haben, die Dokument-Stages machen wir fix, daran gewöhnen wir unsere Kunden, gewöhnen wir den Markt. Wie es Gabi schon gesagt hat, man braucht nicht alle und wie es dann individuell ist, sehen wir später. Ich habe da auch nochmal eine Frage. Mhm. Ist es möglich, die Stage-Übergänge nach bestimmten Regeln zu erlauben oder zu verbieten? Ja. Okay. Genau. Hängt an Benutzungsrechten an und man kann Workflows definieren, die genau diese Stage-Übergänge orchestrieren. Deswegen, man hat die Flexibilität für den Anwender, wenn er aber in dem sogenannten Content Assignment ist, ist er in dem Content Assignment drin. Ja, und kann eben nur Content Assign, kann nicht eine Notiz dazu machen oder so. Also eigentlich soll das dem Anwender helfen, dass er jetzt genau die richtigen Aufgaben erfüllen kann, sind die Tools da für den entsprechenden Arbeitsschritt, der zu machen ist. So, hier da haben wir, glaube ich, auch was Neues, oder? Genau, hier gibt es auch was Neues. Und zwar gibt es jetzt eine Suche. Ich mache mal die nächste Seite auf, da kann man das besser sehen. Hier im Content-Bereich. Diese Suche kann auch customized werden. Das heißt, also passend für die Projekte können da Java-Methoden geschrieben werden, die nach auch dynamischen Feldern suchen. Ja, also auch das, man kann da auch hier diese Felder hier dynamisch erzeugen, was man eben gerade braucht. Also ob Sie jetzt nach einer Artikelnummer suchen wollen oder nach dem Namen des Produktes und so, das kann man so machen, wie das in dem jeweiligen Projekt gebraucht wird. Haben wir da einen Bug? Ach, da sind nur Media Assets. Im Detailfenster gibt es nur Media Assets. Wo sind da die Subbuckets, die Preise, alles, was man so auswählen kann? Ja, das ist was Neues. Ja, wir nennen das das Smart Detail Panel. Bislang war es ja so, dass man bei den Detail Panel immer alle Arten von Unterobjekten gesehen hat. Ja, und der Benutzer musste eigentlich selber wissen, welche, wo darf ich denn jetzt da was einstellen? Was hat überhaupt einen Effekt und was bringt es nicht? So, das haben wir jetzt geändert. Man kann jetzt auf dem Template festlegen, welche Detail Panel man überhaupt bekommt. Also kann sie ganz ausschalten oder kann sagen, okay, das ist ein Template, bei dem kann ich ein Bild aussuchen oder mehrere Bilder aussuchen. Ja, man kann hier sogar, vielleicht können Sie das, ist jetzt sehr klein, ne, können Sie vielleicht nicht sehen, aber hier steht sogar, wie viele ausgewählt werden sollen von dem entsprechenden. Also kann dem Anwender noch den Tipp geben, okay, er darf jetzt hier ein Bild aussuchen oder auch 5 Bilder aussuchen, ja, oder eine beliebige Anzahl oder eben Artikel etc. Zahlt wieder genau das ein, dem User es einfacher zu machen und die Entscheidung abzunehmen. Da nehmen wir die Definition, genau, was auswählen kann, dann in den Templates. Ja, du hast von Dokumenten gesprochen, von dynamischen Dokumenten. Die haben eine dynamische Anzahl. Genau, das hier sind jetzt dynamische Dokumente, wenn wir Listenverplanung machen. Da ergibt sich eben aus der Größe der und der Länge der jeweiligen Liste, wie viele Seiten generiert werden, wenn das Dokument aufgebaut wird. Wir haben aber jetzt inzwischen auch die Möglichkeit, statische Dokumente zu definieren und die mit Produkten zu versehen. Dazu gibt es das neue Grid Planning, das ist also eine Neuigkeit in 4.3. Ja, man weist hier jeder einzelnen Seite ein Seitentemplate zu und kann dann jedem einzelnen Element ein oder mehrere Produkte zuweisen. Ja, und natürlich auch einen Template zuweisen zu den einzelnen Produkten. So, das hier ist jetzt die sogenannte Basisperspektive, wo die einzelnen Produkte jetzt hier nur mit Namen dargestellt werden. Man kann allerdings auch ein Bild
mit einblenden lassen zu jedem einzelnen Produkt. Ja, sodass es ein bisschen einfacher für den Benutzer ist, zu sehen, was er da eigentlich verplant hat. Dann haben wir noch eine... Das war ich jetzt zu schnell, sorry. Viel zu schnell. Viel zu schnell, ich weiß nicht. So, hier wollte ich hin. So, das ist jetzt die sogenannte Print-Perspektive. In der Perspektive wird für jedes einzelne Produkt ein Preview generiert. Und zwar wirklich im Rendering-Programm, also InDesign Server oder PDF-Renderer, je nachdem, was Sie im Projekt verwenden. Ja, wird jedes einzelne Produkt schon mal aufgebaut, sodass der Benutzer hier auch genau sehen kann, was er nachher im Dokument bekommt. Ja, das ist das, was wir hier in jedem einzelnen Element sehen. So, was man hier außerdem noch sehen kann, ist, dass die einzelnen Plätze auf dem Dokument auch bearbeitet werden können. Also man kann mehrere Plätze zusammenfassen und hat so mehr Platz für das jeweilige Produkt. Ja, und kann so die Seiten sehr unterschiedlich aufbauen. Also aus Sales-Sicht, welches Feature voll super ankommt, nicht, dass wir das schon verkaufen, obwohl es noch nicht released ist, machen wir natürlich nicht. Auch geht mit Drag und Drop, kann man das auf den, in den mittleren Bereich reinziehen, als auch über die Übersicht, die mehrere Seiten haben kann. Mhm. Also man kann das mit Drag und Drop auf beide Flächen reinschieben. Das ist vom Handling. Ja. Und wir unterstützen jetzt auch richtig Dokumente, die viele Seiten haben. Ja, also man muss nicht nur Doppelseitendokumente hier verwenden, sondern kann auch Dokumente verwenden, die, wo gleich 6, 8 oder noch mehr Seiten drin sind und kann eben dann sehr schnell auf die verschiedenen Seiten droppen in dieser Übersicht, auf der linken Seite. Was haben wir noch so? Ja, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass wir Produktionsüberwachung auch machen. Zur Produktionsüberwachung haben wir ein Kanban-Board. Kanban haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist so eine Möglichkeit, ich glaube aus der Autoindustrie ursprünglich, Produktionsprozesse zu steuern. Ja. So, wir haben hier ein Kanban-Board, was Ihnen zeigt für eine Publikation, in welchem der Stages die einzelnen Dokumente sind. Ja, also wir sehen hier die verschiedenen Stages, die ich vorhin schon mal erzählt habe, und dann welche Dokumente sind da drin. Man kann sie hier angucken, man kann allerdings Dokumente hier auch weiterschieben. Also man kann Dokumente nehmen und kann sie von einem Stage in den nächsten schieben, wenn man weiß, diese Aufgabe ist auch schon erfüllt. Haben wir noch andere Möglichkeiten für Produktionsüberwachung? Wir haben hier unser Task-Panel. Hier sind also, kann man die Aufgaben sehen, die da sind. Und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die zu sehen. Hier kann man für normale Benutzer, die sehen nur ihre eigenen Aufgaben. Aber derjenige, der das Projekt überwacht, der bekommt ja auch alle Aufgaben zu sehen, ne, die im System existieren. Hier in dem Beispiel haben wir jetzt gerade keine Zeit drin, aber hier kann auch in den Workflows eine Zeit definiert sein, sodass man hier drin auch sehen kann, dann ob die Aufgabe, also wann die Aufgabe eigentlich fertig sein soll und ob sie vielleicht schon überfällig ist oder ob alles noch in Ordnung ist. Timo, Möglichkeit, eine Tasse zu gewinnen. Willst du deine Frage adaptieren von vorher auf diesen Screenshot? Ja, und ob die fest sind oder ob man die frei definieren kann. Ja, würde ich genauso formulieren. Ja, bei so einer Exzellenzfrau könnte man das nach hinten zu dem freundlich gut gekleideten Herrn geben. So, was man hier rechts im Die jetzt den Gag verstanden haben, waren auf der letzten Party. Ja, auf der rechten Seite, was man da sehen kann, ist das Diagramm von dem jeweiligen Workflow, in dem diese Aufgabe, die hier gezeigt wird, vorkommt und an welcher Stelle sie ist. Ja, also hier hat man dann, und das hier ist jetzt so ein Standard-Workflow, den wir hier sehen, den wir schon mitliefern, den Sie also einfach dazu bekommen. Aber man kann da beliebige Workflows machen und wir setzen da mit NeoWise auf Camunda. Das ist ein Business Process Model Engine, das einem ja, unglaublich viel ermöglicht. Ja, also kann sehr komplexe Workflows auf grafische Art und Weise definieren. Also ist wirklich eine schöne Sache, wenn man das erstmal kennengelernt hat. Damit kriegt man alles hin konfiguriert, was man so brauchen kann. Warum
Camunda und warum eine BPMN-Prozess-Engine das hat, viel damit zu tun, dass Printsuite ist ja eigentlich ein Publishing-Tool. Uneigentlich auch. Und wir gehen davon aus, dass die Daten 100% korrekt sind. Wir drücken auf den Knopf, wir haben einen Straightforward-Prozess und On-Demand ohne Fehler, wozu Korrekturen? Wir haben ja auch alles im PIM-System überprüft. Lösung. Mhm. Voll aus der Praxis gesprochen. Oder eben auch nicht. So, jetzt haben wir natürlich ist das Konzept, dass wir aus verschiedenen Datenquellen, ja nicht nur PIM, sondern Content-Management-System, was auch immer, Daten konsolidieren und die möglichst effizient und automatisch rendern. Aber wir haben Korrekturprozesse. Und wenn wir mehrere Datenquellen integrieren, ob der Preis falsch ist, das Bild falsch ist, ein Attribut falsch gepflegt ist, woher soll derjenige, der die Korrektur liest, wissen, in welchem der Systeme das geändert werden soll? Weil das Szenario ein Single Source of Truth System, wo man alles pflegt, ja, hallo, das ist genauso realistisch wie Korrekturzyklus 0. Gibt es nämlich nicht, weil je nachdem ein paar Stammdatensysteme werden im SAP gepflegt, Preise nochmal woanders, wie auch immer. Also woher soll um Gottes Willen der Benutzer wissen, wenn er eine gerenderte Seite sieht und er sieht einen Fehler, wo er die ändern soll. Und er muss sie natürlich im Source-System ändern, nicht in der Printsuite, das wäre ja Wahnsinn. Und deswegen sagen wir wissen ja genau durch die Platzhalter, durch die Templates und durch unsere Middleware, woher die Information kommt. Wissen wir ziemlich genau. Und das ist so die Vision, dass wir sagen, wenn der dann einen Fehler sieht, sagt er hier falsch, er startet einen Camunda-Workflow, der Camunda-Workflow ruft dann das richtige andere Workflow-System an, vom PIM, vom SAP, vom Preiskalkulationstool, vom was auch immer System und dort legen wir dann einen Workflow und sagen, hey, hier haben wir was gefunden, wir geben in den Kontext, korrigiert das. Das ist so die Vision, neben dem Hub der Datenintegration in Zukunft auch so einen Prozess-Hub zu haben, dass wir das in andere Prozesssysteme integrieren. Das ist so eine der wesentlichen Gründe, warum wir da sehr, sehr viel Geld investiert haben. Und der zweite auch, es ist das erprobteste Workflow-System am Markt. Wir haben die kostenfreie Version an Bord und man kann das natürlich auch über separate Server laufen lassen und skalieren. Den Prozess finde ich total cool. Nur wenn ich an meine Benutzer denke, die ein Review machen, die haben mit dem Tool nichts zu tun. Die kriegen eigentlich ein PDF-Dokument, am liebsten noch ausgedruckt, weil, also meine Entschuldigung, ein Review mache ich eigentlich gedruckt. Also so, da gibt es momentan für mich noch den Gap. Also ich bin ja schon begeistert, wenn er im PDF online Markierungen reinmacht. Jetzt müsste aber ja hier wirklich direkt im System reingehen. Ja, nein. Nein? Ja, nein, ja, ja, nein, nein. Es ist ganz einfach bei uns. Ein weiterer Grund, warum wir Camunda machen, wir werden dann jetzt, wir wissen nicht wann, aber zum Beispiel, wir wissen noch nicht, mit welchem Kollaborationswerkzeug wir anfangen, aber Corona hat ja viele Kollaborationswerkzeuge in den Organisationen etabliert. Also wir wissen nicht, ob wir mit Slack anfangen oder mit Microsoft Teams. Sagen wir mal, es wäre in Teams. Dann wir kommen zu dem Dokument-Workflow und sagen jetzt Review-Prozess. Dann legt Camunda in Teams, in irgendeinem Teams-Channel, eine Aufgabe an. Wir weisen ihm das zu. Vielleicht verschicken wir eine E-Mail, wie auch immer. Und da ist ein Deep Link drin. Und wenn man dann auf den Deep Link geht, kommt man an der richtigen Stelle vom Flat Plan an dem Editor zum Review und da kann er dann reviewen. Also wir wollen auch mit Camunda die Kollaborationstools integrieren, weil das ist ja genau der Punkt. Der Mensch, der das macht, macht das vielleicht, wenn wir beim Katalog sind, kommt einmal im Jahr raus, zweimal im Jahr bestenfalls, sage ich mal. Der lernt ja keine Printsuite, um Gottes Willen. Aber wir wollen das ja weiter digitalisieren. Also unterstützen wir die Kollaborationstools innerhalb der Organisation. Und wenn er dann
Also angenommen, der arbeitet jetzt mit Teams, mit dem Teams-Channel und weiß, ah, da hat so Buckets, so Karten und da muss ich draufdrücken und da ist eine Beschreibung drin, da drücke ich nochmal drauf. Das hat er ja von vielen anderen Aktivitäten ja gelernt und dann würden wir ihn so integrieren. Aber dann gehe ich mit meinem DeepLink direkt auf die richtige Stelle im Flatplan, sodass das Dokument schon auf ist, die richtige Seite und er sofort loslegen kann. Und dann, gut, nicht mehr auf Papier natürlich, sondern es muss dann schon online sein, aber da können dann direkt die Notes gesetzt werden, entsprechend. Hm? Okay. Wir kommen darauf nochmal nach ein bisschen zurück. Ja, stell die Frage dann nachher nochmal. Ja. Also die Frage war so gut. Ich übersetze mal gut, heißt, hat gut ins Konzept gepasst. Noch ein bisschen, was ist neu beim Taskfenster, weil das gab es ja auch schon in 4.2. Aber wir haben jetzt eine verbesserte Suche hier drin. Darüber kann vernünftig auch gefiltert werden. Wir unterstützen auch die Anzeige von Service-Tasks, sodass man hier auch ein Monitoring machen kann, was eben gerade auf den, was im Automatismus gerade so abläuft. Man wird von User-Tasks direkt auch in den Flatplan springen können, so ähnlich wie er das gerade erzählt hat für das Teams, geht das dann auch hier. Ja, ich habe dann hier meine Aufgabe, wenn ich da draufklicke, ist da ein Link und wenn ich draufklicke, bin ich schon im Flatplan an der richtigen Stelle und kann die entsprechende Aufgabe gleich erfüllen im Dokument. Das ist also die zweite Möglichkeit, um Produktion zu überwachen. Haben wir noch was Neues, um Produktion zu überwachen? Ja, wir haben noch was ganz Schickes. Das sind unsere neuen Dashboards, auch konfigurierbar. Und hier kann man in grafischer Art und Weise anzeigen lassen, wie eben der Zustand meiner Publikation gerade ist. Also, und auch der User-Task und so. Also der gleichen Objekte, die wir jetzt bisher immer nur in Listenform gesehen haben, kann man hier dann auch sich grafisch anzeigen lassen. Ja, und auch in Tabellen. Kann ich im Tool definieren, oder ist eine Publikation mein gesamtes Werk, oder kann ich auch einzelne Kapitel? Nein, eine Publikation ist eigentlich ein Katalog, typischerweise. Also man legt die selber an. Die Frage hat mehrere Antworten. Die erste ist heute in einem Backend, in der 4.4-Version dann im Frontend. Was können Sie überwachen? Sie können Publikationen überwachen, Sie können aber auch Teile der Publikation, die sogenannten Folder, überwachen. Sie können auch, es gibt Dashboards für Dokumentüberwachung. Das ist also recht vielfältig. Ja, und es ist auch erweiterbar. Also auch da kann man wieder Java-Methoden schreiben oder schreiben lassen, die einem die Daten, die man gerne hier angezeigt haben möchte, anzeigen lassen. Also kann das auch projektspezifisch noch erweitern, was man hier gerne sehen möchte. Haben wir noch was, Gabi? Hat sich sonst noch ein bisschen was getan? Wir haben den Push-Service verbessert, also das ist das System, wie man Daten reinbekommt in die Print-Suite, wenn man sie nicht direkt abrufen kann aus dem System. Dann haben wir an Sicherheitsverbesserungen arbeiten wir wirklich jeden Sprint. Also sobald uns was zu Ohren kommt oder wir selber was merken, was Sicherheitsproblem da ist, wird es gefixt. So, was ganz, ganz toll ist, bin ich ganz stolz drauf, ist das Single Sign-On, das wir jetzt können. Das heißt also, wenn Sie einen Identity Provider haben beim Kunden, worüber sich die Benutzer einloggen, dann können der OpenID Connect nutzt, das ist das Protokoll, was wir bislang unterstützen, dann kann sich der Benutzer eben auch darüber einloggen. Und was besonders schön ist, das funktioniert sogar auch mit dem Komet. Ja, also man kann dann auch im InDesign sich darüber einloggen. Ja, und das da bin ich schon sehr stolz drauf. So, und am REST-Connector haben wir auch weitergearbeitet, sodass wirklich alle Daten damit angezeigt werden können. Prima. Gabi, hast du irgendeine Ahnung, wo Paul und Leo sind? Wo Leo ist, weiß ich nicht. Oder wo unser Plugin-Team ist. Vielleicht vermisst es der eine oder andere im Tagungsprogramm. Ja, ja. Soll ich das mal übernehmen? Ja, das übernimmst genau. du. Genau. Also... Leo und Vera arbeiten in Professional Service. Leo ist der Lead-Entwickler für Illustrator. Die haben das, Leute, wir suchen Nachwuchs, haben sie ein bisschen wörtlich genommen. Ja, also... Familienpause. Genau, die machen jetzt Familienpause. Die Niederkunft wird, ist täglich, wird es erwartet.
Branding ist schon unterwegs, Strampelhöschen. Und ja, wir freuen uns dann auf Teamzuwachs so in 2 bis 3 Jahren. Wir werden dann Plüschtastaturen anfangen und so. Also deswegen gerade beide in Mutter- und Vaterschaftsurlaub. Und der liebe Paul, der findet, dass er gerade, dass es hier zu kalt ist und der hängt gerade in Vietnam rum, trinkt Tee und andere Getränke mit unserem Vietnam-Team und deswegen konnte er nicht her sein, weil das zu takten ging halt irgendwie nicht anders. Deswegen übernehme ich das. Ja, Gabi hat mir das schon vorweggenommen. Einerseits Single Sign On und das, was ihr oben in der Headline seht, ganz wichtig, das, was ich jetzt hier erzähle, gilt sowohl für unsere Plugins für InDesign als auch für Illustrator. Single Sign On und als auch, dass wir die M-Serie von den Macs unterstützen, also die ARM-Architektur. Ipi, wer ist Partner? Wer ist nicht? Also alle Partner heben die Hand. So, hey, Python-Unterstützung ist jetzt offiziell released. Super. Ah, ja. Ihr seid erschöpft, ihr braucht einen Kaffee, ich weiß. Die Tasse dabei, du musst mir jetzt auch eine bekommen. Ja, das hat ja nicht ich gemacht, das wird dann Paul und dann Leo weitergeben. Leo und Paul, es ist noch nicht alles vorhanden, aber sehr viel. Und hier diese, noch 5 Minuten, naja, wir haben ja spät angefangen. Hier diese komplexe Grafik, die ich ausschließlich aus Zeitgründen nicht erklären will, hängt damit zusammen, dass man von C-Skript zu Python zu JavaScript zurück, quer links und rechts das aufrufen kann. Im UI, jetzt sind wir beim reinen InDesign, gibt es 2 schöne Neuerungen. Es gibt so einen Dialog, wo man wird zum Beispiel zum Leitziffern anpassen verwendet, wo man, das kann man alles konfigurieren, so dann mit Drag und Drop Reihenfolgen verändern kann und dann über ein Skript das dann im InDesign-Dokument applizieren kann. Und rechts gibt es so einen kleinen, mit dem C-Skript kann man jetzt so grafisch so praktisch Reihenfolgen per Klick im InDesign verändern. Sophisticated, aber manchmal sehr nützlich. Etwas aus dem Hoffmann-Projekt, Grüße nach hinten, ist, dass wir jetzt eine C-Skript-Funktion haben, die praktisch freie Flächen ermitteln kann. Und die ermittelt wirkliche freie Flächen. Also auch wenn der Textrahmen über die Tabelle, also praktisch der Textrahmen in der Tabelle weitergeht, das erkennt er, dass das weiß oder transparent ist. Für Platzoptimierung und zusätzlichen Einspielung von Content sicherlich eine super Sache. Das erste Feature ist noch, dass wir Produkte zusammenhalten können. Also dass man sagt, das eine Produkt soll da mit auf derselben Seite wie das folgende ist. Das kann man per Skript als auch grafisch in der Produktrecherche definieren. Templating gibt es, wie ich finde, eine super geile Funktion. Weiß nicht, wer schon Templates gemacht hat und Layout-Regeln, die typischerweise am Rahmen hängen, das auf einen anderen Rahmen zu applizieren, muss man alles neu machen. Kann man Layout-Regeln zwischen Rahmen copy-pasten, das ist, glaube ich, sehr viel. Und die aktuelle InDesign-Version wird dann auch angezeigt, dass man weiß, mit welcher InDesign das und das erzeugt worden ist. Wir springen ganz schnell wo auch immer hin. Was ist das? Ja, du glaubst, dass mit der Antwort hast du eine Tasse bekommen, das ist eine Tabelle. Mach mal weiter, oder? Ja, Tabelle ist richtig, aber nicht ausreichend, diese tolle Tasse zu gewinnen. Wie bist du da bloß nur drauf gekommen? Jetzt wird die Frage sein, was ist das Besondere an einer Tabelle in Illustrator? Das Besondere ist, es gibt keine Tabellen in Illustrator. Und wir haben so eine InDesign-Tabellenfunktion in Illustrator nachgebaut. Da haben wir für Verpackungen und andere Dinge, wo wir in Illustrator Tabellen automatisch aufbauen wollen. Mit Mergen von Zellen und allem drum und dran. Ja, das kann man auch mit per Excel und CSV importieren. Und dann hat man eine formatierte Tabelle. Dann haben wir im Illustrator noch automatische Tests. Findstatements via Skripts und wir haben so das Handling von den Frame-Tags, also wenn man nochmal einzelne Rahmen
mit Zusatzinformationen versehen will, optimiert, dass es so auf demselben Level ist wie im InDesign. So, jetzt kommen wir zur Frage, was wir so als nächstes tun. Gabi, willst du da was sagen? Okay, so was kommt in der Print Suite in 4.4, beziehungsweise wir werden unser Namensscheme verändern. Wir wollen demnächst immer alle halbe Jahr ein neues Release rausbringen und werden die Releases dann auch entsprechend benamen. Das heißt, das Release, was jetzt kommt, das heißt dann 23.1, also 2023 das erste. Leider haben wir es ja nicht Anfang des Jahres geschafft, sondern erst Mitte des Jahres. Deswegen kommt das nächste dann 2024. Aber da wird es dann eben auch 2024.1 heißen und das nächste dann 2024.2. So, was haben wir vor für das nächste, 24.1? Erstmal wollen wir den Planner ganz ablösen. Ja, das also alle Funktionalitäten, die es im Planner gibt, in der neuen Applikation geben wird. Es wird nicht alles in NeoWise geben, sondern wir werden das trennen. Es wird also eine Administrationsapplikation geben und es gibt NeoWise für die Business-Benutzer. Ja, sodass NeoWise nicht so überladen ist mit Funktionen, wie wir das jetzt im Planner haben, ja, sondern dass es getrennt ist. So, dann werden wir an Camunda weiterarbeiten und da die Experience verbessern, vor allen Dingen das Monitoring, aber auch die Funktionalitäten, die es da rum gibt und die Dashboards. Da soll es einfach noch mehr Widgets geben und dass man sich das Dashboard selber dann grafisch zusammenstellen kann. Ja, bisher ist das so, um die Dashboards zu konfigurieren, muss man sich mit ISON hinsetzen und XML-Dateien ändern. Also das ist ja nichts, was jeder Benutzer machen kann, ne? Sondern das können nur wenige machen. Aber das soll dann grafisch möglich werden, dass jeder Benutzer sich selber sein Dashboard so zusammenstellen kann, wie er es braucht. Genau. Ja. So. Ja, so. Und hier, das ist unser Release-Scheme, was wir vorhaben. Ja. Also alle 6 Monate dann ein Release. Und das nächste ist dann also im Januar 24 geplant. Und im Sommer 24 dann das nächste. Carolina, wie viele Stunden haben wir noch für die Fragen? Habt ihr sie verstanden? Also ich nicht. 3 Stunden? Aber wir hatten ja auch schon Fragen wie? Zwischendurch. Jawohl. Fragen. Die kamen halt schon zwischendurch. Es soll ja Leute geben, die noch auf 4.1.8 rumzaubern. Aha. Wie sieht es mit der Migration aus? Es ist einfach ein Update. Also der einzige Punkt ist, wenn man das neue Grid Planning einsetzt und man hat vorher das Layout Planning verwendet, das Layout Briefing Modul, dann müssen die Daten da konvertiert werden. Da sind wir gerade noch dabei, das auch zu automatisieren, ja, aber da haben sich die Daten ein bisschen verändert. Das heißt, auch wenn ich dann diesen Übergang mache auf das Neue, kann ich nicht wieder zurück. Ich meine, Backup von den Daten machen und dann geht es so natürlich schon. Aber das ist das Einzige. Sonst lässt man einfach einen Updater laufen. Noch eine, setzt ihr Workflows ein mit der alten Workflow-Engine? Bisher noch nicht. Ja, dann, also Workflows dann müssen natürlich... Kein Problem. Glück gehabt. Ja, genau. Wir nutzen das, genau. Aber das müsste man dann komplett neu machen. Ja, das müssen wir dann neu machen. Das ist jetzt die ehrliche technische Antwort. Jetzt gibt es noch die vertriebliche Antwort. Ja und nein. Was die Definition angeht, ernsthaft. Was die Definition angeht, muss man komplett neu machen. Da muss man auch anders denken. Java-Methoden, die über dieses alte Workflow-System aufgerufen werden, die kann man durch eine Annotierung in dem neuen System auch aufrufen. Also ich sag mal, kann man das so formulieren, genau. Die Java programmieren, Backend. Ja. Da haben wir extra was eingebaut, dass man eben die alten Workflow-Methoden auch nutzen kann. Das ist gut, weil wir haben ja schon einiges. Ja, dachte ich mir. Ja, die kann man einfach wieder nutzen. Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als Dankeschön zu sagen. Genau, Dankeschön.